Ich denke, man kann heute auch mit dem Spiel zufrieden sein. Wir hatten auch wieder mal was ausprobiert. Drei Spieler dabei gehabt, die ja zum ersten Mal jetzt für die Löwen gespielt haben in dieser Vorbereitungsphase oder in dieser Vorbereitung. Ja, alle haben sich gut bewegt. Sie haben über 90 Minuten diszipliniert gespielt. Freiburg ist sicherlich auch eine sehr spielerisch starke Mannschaft. Und es gab sowohl auf Freiburger Seite als auch auf unserer Seite Chancen. Leider kein Tor erzielt, aber was viel wichtiger ist, auch kein Gegentor bekommen. Ja, so wie man Ibiza kennt, wir haben nach 45 Minuten nochmal miteinander gesprochen. Er hat gesagt, er will noch unbedingt nochmal 10, 15 Minuten spielen. Er war sehr engagiert, hat auch schon sehr viel auf dem Platz gesprochen, mit den Spielern gut kommuniziert, aber nicht nur er, auch Fanol Paladay und auch Dalen Klaassen haben das gut gemacht für ihr erstes Spiel. Ich freue mich, die Mannschaft freut sich, der Verein freut sich, das Umfeld freut sich, die Fans freuen sich. Ich denke, zu Stefan Aigner haben wir schon im Vorfeld vieles gesagt. Es ist ein Löwe durch und durch und morgen wird er dabei sein im ersten Training mit der Mannschaft und wir sind alle gespannt.